der Riesenstraße hier bei mir Goree. Wird gekocht und gebabbelt, ach wie schön. Nebenbei Gemüsesuppe oder eine kleine Schoppe in der Riesenstraße hier bei mir Goree. Mittwochabend bei mir Goree, da geht's zur Reederei. Mittwochabend bei mir Goree, Schubidubai. Früher hast du dich ein bisschen mehr angestrengt. Willkommen bei der Reederei, Folge 39. Herzlich willkommen live aus Frankfurt. Hammer. Ja, da müssen wir noch mal dran arbeiten. Heute in der Show der wunderbare Künstler bzw. Hitschreiber Tobias Reitz. Herzlich willkommen. Und an meiner Seite meine wunderbare Co-Moderatorin Holger Rosch. In meine Arme, in meine Arme. Tobias, willkommen in meiner Show. Danke. An unserer Seite die wunderbare Olga Orange. Und du hast mir geschrieben, bei dir ist es ein bisschen schwierig mit dem Ausarbeiten von einem Menü. Was drückt dich? Was kannst du nicht essen? Nicht drücken, Allergien. Ja. Tatsächlich, ja. Aber was? Gluten, Kuhmilch, Nüsse, Soja. Das reicht doch. Ja, das reicht. Das ist irgendwie genau. Ja. Ich hab aber das mir ist ja, man kann ja trotzdem sein Leben leben. Absolut. Ja. Und ich habe mir natürlich was überlegt. Wir machen einen Rote-Bete-Salat. Und dazu machen wir Nocken vom Schafsfrischkäse mit Honig und mit Thymian und ein bisschen Rucola. Das kannst du hoffentlich alles essen. Das kann ich erstens essen und zweitens trifft das total meinen Geschmack. Also das ist, du bist dein Geld wert. Sensationell. Ja. Dann legen wir direkt los. Ja. Und ich hatte schon gehofft, dass du es nicht essen kannst, dann hätte ich es gegessen. Ja, wir finden schon auch was für dich. Ja. So, genau. Wir starten mit dem Frischkäse. Und für den Frischkäse müssen wir ein bisschen Thymian zupfen. Und die Stängelchen für den Thymian müssen wir auch gar nicht wegschmeißen. Die könnten wir jetzt zum Beispiel in Gemüsefond geben. Heißt, es kommt in einer guten Küche nichts weg. Also, Tobias. Wer ist denn wir? Wir willst, in der Küche. Ja, wir, du. Wir, ich. So. Wir, du. Wir, genau. Ich zupfen wir, jetzt mal du. Thymian. Genau. Und ich mach den Rucola ein bisschen durcheinander. Ich mach den Rucola ein bisschen durcheinander. Zupf mal Thymian und ich hol mal ein Schlückchen Wein. So wir haben ja ganz tolle Werbepartner, mit denen wir arbeiten. Olga, was du kannst dann mal das wunderbare Wasser von Staatlich Faching präsentieren. Oh, ja. Wasser von Staatlich Faching. Ja, möchtest ja. Du auch einen Schluck, und ich mache den Schlückchen Wein vom Weingut Peter Flick ins Töpfchen. Oh, Weingut Peter Flick. Döschen. Du hast einmal ja nur für gute dich, Sachen, einmal ja. für mich. Genau. So. Du musst das Publikum lacht, warum lacht ihr? Ja. Ins musst Töpfchen. Ja. Du musst noch die Dame erwähnen, die dein Hemd bügelt. Wieso ist es? Und die meine Schürze nicht gebügelt hat. Das müssen wir auch noch das ganz Hemd kurz. Das Hemd auch nicht. Ich kann dir sagen, warum die Leute lachen, weil alle sich so fragen, wer ist denn der? Warum haben sie den eingeladen? Ja. Den kennen wir gar nicht vom Fernsehen. Ja, das ist richtig. Wir kennen dich nicht vom Fernsehen. Nein. Aber jeder kennt dich vom Hören her. Mhm. Heißt, können wir das anstimmen? Wir können was anstimmen. Du meinst, was ich, was noch, ich so beschrieben genau. habe? Also, dieser junge Mann ist optisch nicht im Fernsehen oder nur wenig im Fernsehen. Mhm. Man kennt ihn nicht so, wie man ihn jetzt in Natura sieht, sondern ihr kennt ihn wahrscheinlich alle vom Gehör her. Mhm. Denn dieser junge Mann schreibt Hits in der Schlagerwelt. Mhm. Unter anderem Für Helene Fischer, Florian Silbereisen, Club 3, Thomas Anders, Roland Kaiser, die Flippers, Andrea Jürgens, Andrea Berg, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Monika Martin, Angelika Milster. Heißt, die Liste ist verdammt lang. Ja, also ich Patrick kann. Patrick Himmel, Patrick Lindner, Stefanie ja. Hertel, die Hofmanns,
und so weiter und so fort. Also wer bei drei nicht auf dem Baum ist, anstimmen, oder? Selbstverständlich können wir das machen. Okay, okay. Gabriel, wir stimmen mal was an. Ich kenne die Lieder nicht. Die Nummer bitte. Mach die Tonika und danach wirst du merken, was da kommt. Sie sagte doch, sie liebt mich. Wir finden eine gemeinsame Tonart. Wir nehmen dann deine. Komm. Und ist halt fehlerfrei. Das können wir auch machen. Fehlerfrei kennt der, das ist halt komplizierter. Ich wollte ihn nicht überfordern. Ach nee, nein. Doch sie liebt mich. Und drei sind eins zu viel. Ah. Nicht immer. Sie sagte doch. Ich zuck mal weiter zu mir an. Ja, du darfst auch gerne mal was zwischendurch trinken. Stößchen! Drei sind nicht immer eins. Nein. Ich lieb dich. Ah. Sie sagte doch so viel. Ah. Macht er's gut? Ich kenn den Text nicht ganz besonders gut. Thymian ist immer gut. Oh. So, wenn ich es mir jetzt drauf schaffe, mach ich fehlerfrei. Wollen wir es dann lieber im Gute probieren? Ja, 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 warte mal. Fehlerfrei Text. Kennt ihr das? Natürlich. Fehlerfrei. Helene Fischer, okay, sie einfach, nein. Ich möchte es noch nicht können. Doch. Kannst du die Melodie? Kannst du die Melodie? Kannst du, drei, vier. Keiner ist fehlerfrei. Was ist denn schon dabei? Spinner und Spieler, Träumer und Fühler hat diese Welt doch nie gesehen. Und fertig, keiner ist jetzt kommt die GEMA-Gebühr. Also, jetzt pass auf. 15 Sekunden. Dankeschön. Ja. Und du hast den Leuten was erspart. Ich hab den Leuten was erspart. Was ich auch sehr gerne mag, ja? Mary Rose, ja. Warte, ich muss den Ofen hier auf meiner Liste, für die ich unbedingt schreiben wollte. Und jetzt hat sie, wie sie sich selber nennt, die Olle Primel, hat ja dann tatsächlich ihre Gesangskarriere an den Haken gehängt. Und eine ihrer letzten Singles habe ich ihr geschrieben. Und die ging, am Anfang der besten Geschichten steht immer eine Schnapsidee. Und das stimmt. Ne? Ja. Denn das ist hier die Reederei und so. Das ist ja hier auch eine Schnapsidee gewesen. Nee, das ist eine Weinidee. Aber eine Weinidee. Wenn man so berühmt ist und eigentlich gar nicht so im Fokus ist, wie fühlt man sich damit? So berühmt, unberühmt? Ja, genau. So berühmt, unberühmt. Ich freue mich wirklich wahnsinnig drüber, wenn ich merke, dass Leute sich über meine Songs freuen und das in Fernsehsendungen zu sehen oder im Konzert. Also gehst du auf die Tanzfläche zu den Schlager, also du musst ja Schlager mögen, weil sonst geht's ja nicht. Nee, du musst kein Schlager sein, du musst besessen sein. Richtig, heißt, du gehst jetzt Silvester auf die, also ich bin Silvester beim Adlon auf die Bühne gegangen und hab meinen alten Welpenkörper durch die Gegend geschmissen. Das sieht ihr machst du das auch, dass du auf die Bühne gehst er und dann hat keinen alten zu nein, das ist was klar. Aber gehst du dann auf die Bühne und sagst dann, ach Kinders, den Titel habe ich geschrieben, ach, und dann kommt der nächste Titel und sagt, ah, hör mal, den habe ich auch geschrieben. Nein, der geht dann hin und sagt 2,50. Ach so, mal die ganz, Dollarzeichen. Ganz im Ernst, du kannst doch nicht bei einer Silvesterfeier hingehen und sagen, ich habe den geschrieben, Leute, die schmeißen dich doch raus. Ja. Und mit Recht. Also nein, das ist das. Also das ich würde ganz das machen. Ja, du würdest das. Komponisten sind immer, die freuen sich immer heimlich. Das ist auch schön so. Freuen das sich heimlich? Ja, die sitzen daheim, freuen sich, dass die Leute sich freuen. Das ist bei denen das, so. Das ist so. Aber ich bin Textdichter. Komponisten sind die Musik machen. Er. Ach, und der ist nicht da. Er ist nicht da. Wieso ist er denn eigentlich? Ich weiß auch nicht. Ja, der versteckt sich. Ich habe jetzt gar nicht mitgekriegt, dass er weg ist. Tobias, du kommst ja auch aus dem Hesseland. Ja. Wie ist denn das gekommen, dass du aus der Nähe von Gies und Marbeusch, dass du dann so ein Niederohmen heißt. Ach, Niederohmen, Entschuldigung. Wie kam das denn, dass du das gemacht hast? Weil das, da muss ja wirklich schon ein extrem am Sträußchen haben, dass man dann sagt, okay, ich werde jetzt Hit Schreiber in der Schlagerbranche. Ja, stell dir einfach vor, also das Hitschreiber kannst du ja nicht steuern. Stell dir einfach vor, ein Kind, Jugendlicher in den 90er Jahren im hessischen Dorf
Niederummen, wie gesagt, ganz, ganz liebe Grüße dahin. Daher kennen wir uns auch. Daher kennen wir uns auch schon lange, ich weiß, ganz jung. Und in den 90ern gab es ja auch noch nicht, es gab das Internet, aber es war natürlich, es hatte nicht den gleichen Stellenwert wie heute. Und deshalb gab es damals Fanclubs und ich war wirklich Schlager-Fan. Und ich bin mit Freunden, Freundinnen aus diesen Fanclubs zu Konzerten gegangen. Und irgendwann sprach mich dann mal ein Manager an und sagte, sag mal, du bist da immer mit dieser Clique, was ist denn das mit dir und Schlager? Und dann habe ich dem das erzählt, dass ich so begeistert bin von dem Genre und dass ich da auch eigentlich sehr gerne rein würde. Und dann sagt er, gut, ich suche nach neuen Talenten für eine Plattenfirma, Probeaufnahmen machen und so weiter und so fort. Wäre das was für dich als Sänger? Ja, dich kann mir ja verkaufen, du siehst sehr gut aus. Die Hose recht hat, hat sie recht. Ja. Die spricht mir ja ohne. Aber war es wirklich eine Ambition, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt auf die Bühne? Ja, pass auf, wenn du... Ich wäre selbst nicht auf die Idee gekommen, aber ich habe gesungen damals, ich habe im Chor gesungen, ich habe Gesangsunterricht gehabt, all solche Sachen. Wenn du das mit 20 gesagt bekommst, wir machen mal Probeaufnahmen, dann siehst du natürlich vor dem inneren Auge die Stadionkarriere passieren und siehst dich da inmitten von. Ja. Und dann habe ich daraufhin angefangen zu schreiben, weil ich gedacht habe, und irgendwann, wenn du dann mal Star bist, dann kannst du natürlich auch dein eigenes Zeug singen. So, machen wir es kurz, die Probeaufnahmen kamen nie zustande, aber ich hatte eine Textmappe. Und damit habe ich mich beworben und der Erste, der mir eine Chance gegeben hat... Wer war er? Jean Frankfurter. Aha, grandios. Der ja hier aus der Stadt kommt. Und das große Glück war dann tatsächlich, er hat mich als Textdichter entdeckt und 5 Jahre später eine gewisse Helene Fischer als Sängerin. Und als er uns zusammengebracht hat, da ging dann die Karriere wirklich los. Aber er hat mir auch die allerersten Aufträge gegeben und das Erste, was ich schreiben durfte, war ein Urlaubsschlager für den Fernando Express. Bekannter Fernando Express, Santo Domingo, die Sterne und du. So, und damit ging das Ganze mit los. Mit der Birgit Langer. Ach, bitte mal ansingen, bitte mal ansingen. Santo Domingo, die Sterne und du. So eine Nacht. Kennt keine Sorgen. Ja, das war 2002. Wie fällt einem denn so ein, Entschuldigung, Blödsinn ein? Auf dem Klo. Bei Dieter ist das auf dem Klo, genau. Bei Dieter auf dem Klo, also die beste, ich sage immer gerne, das ist die meistgestellte Frage eigentlich auch von Journalisten. Ich sage immer, die beste Inspirationsquelle ist der Anruf, Tobi, wir brauchen den Text wirklich morgen. Oh. Das ist die beste Inspiration. Und heißt, du musst innerhalb von 24 Stunden oder meistens in 12 Stunden, weil... Abends wird angerufen und morgen früh um 9 brauche ich einen Titel. So ungefähr. Ja. So ungefähr. Aber es ist tatsächlich auch so eine Band wie der Fernando Express oder auch die Flippers oder sowas. Also diese singenden Reisebüros. Ne, das hat ja wir einfach immer so eine... Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers. Siehst du, bei dem Zeug, was ich nicht geschrieben habe, da sind sie alle dabei. Ja. Da bist du noch unter Christbaum gerannt, glaube ich, oder? Nee, da war ich auch schon verrückt, das kennt echt jeder. Jetzt. Wieder. Jetzt, früher genau. Hat's ja aber Fehler, aber fehlerfrei ja auch. Fehlerfrei kennt jeder in Deutschland, ja, Österreich Jahre, und... Die Flipper ist ja uralt, das ist ja schon 10 oder 12 Nein, Jahre alt. Länger, 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 länger. Aber auch da fehlerfrei, hören, die damals weil fehlerfrei war ja auch der Tourtitel von Helene Fischer. Wie kommt man denn da... Also es ist für mich wirklich ein Wahnsinn, ernsthaft, es ist ein Wahnsinn, dass man mit einem Text so einen grandiosen Erfolg hat. Wirklich Wahnsinn. Ah ja, mit Kochen ja auch. Ja, also das stimmt. Aber ich verdiene nicht so viel Geld wie du, Schatz. Nee, das stimmt. Niemand verdient bis jetzt so viel hast du aber nur Thymian gezupft. Wir haben ja, stimmt, wir müssen weitermachen. Ich zupfe einfach Thymian. So, mein Lieber. Lieber Tobias, bevor du dich schwindelig betrinkst, muss der Thymian kleiner geschnitten werden. Auch noch. Aber wir hacken ihn nicht. Nicht. Heißt, wir pressen nicht, sondern es ist ein sogenanntes Hakata. Das ist ein japanisches Kochmesser. Die Hakata-Konferenz damals. Richtig, ja. Um ein Kraut zu schneiden. Heißt, wir nehmen das zwischen Daumen und Zeigefinger am sogenannten Heft. Am Griff wird es fixiert. Der Linkshänder macht das mit der linken Seite. Der Rechtshänder macht das auf der rechten Seite. Und dann schneiden wir die Kräuter ganz, ganz fein. Heißt, wir hacken nicht.
Wir sollen wir schneiden. Schneiden. Genau. So. Gänsehaut. Das darfst du jetzt mal machen. Aber du hast doch schon. Ja, ja. Nee. Bisschen feiner. Hase, ich brauche mein Levelger. Ja, ich hol dir wahrscheinlich eins. Hinter dir. Guck mal, neben dir. Ich hab schon. So. Und das Topping besteht ja aus Frischkäse. Und Honig. Das mache ich jetzt ein bisschen durcheinander. Also hast du Honig auch schon drin? Nee. Nein, Honig kommt jetzt dazu. So. Kommt jetzt dazu. Und dann kannst du ein bisschen von dem Thymian dazugeben, bitte. Ist der fein genug? Ja, wunderbar. Alles, und oder? Und anwürzen mit Pfeffer und Salz. Alles ein bisschen, oder ist zu viel? Ja, alles. Schön durcheinander machen. Ich finde das übrigens sehr, sehr schön von dir, dass du dich so auf meine, Einschränkung einstellst. Ja, ich finde es ja gut, wenn jemand sagt, okay, ich kann nicht alles essen. Und ich finde es ja gut, wenn man eine Herausforderung hat. Und deswegen möchte ich das auch immer gerne zeigen und immer gerne machen, dass man halt auch nicht nur normalen Bumsfallera kocht, sondern auch wirklich sagt, okay, wenn jemand gewisse Probleme zum Essen oder mit dem Essen hat, dass man dann auch sagt, das ist kein Problem. Man muss sich halt nur ein bisschen Kopf machen. Ja. Und von daher grische mir das hin. So. Mal, schön glatt gerührt, oder? Sehr gut, wunderbar. Wir müssen weitermachen. Ja. Also wenn du nicht mehr schreiben kannst, dann kannst du kochen. Okay. Dann kann ich kochen, dann ist ein Thymian schneiden. Lieber Olga, ja, die große Schüssel dann mal rüberreichen. Nein, nein, die große Schüssel. Erstmal die große Schüssel. So. Dann den Hobel. Dann die rote Beete. So, mein Lieber. Sonst noch was? Nein, erstmal nicht. So, wir hobeln jetzt die rote Beete in grobe Streifen. Das kannst du jetzt machen. Bitte auflegen. Endstück, dann mit dem Aufsatz, das heißt, dass du dich so nicht so verletzt. Sowas haben wir alles gar nicht daheim. Gell? Kann so man alles hier käuflich erwerben. Jetzt kommt der Werbeblock. Ja, genau. Ich würde ja niemals Werbung machen. Das sieht dir auch nicht ähnlich. Ja, ja, ja. So, während du hobelst, hole ich mal kleine Tellerchen, dass wir das auch gleich präsentieren können. Als hättest du in deinem Leben nichts anderes. Ich habe mich selten so gebraucht gefühlt. Ja, 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 ja. Thorsten, ich brauche Gebelchen. Das sind die Endstücke, weißt du? Thorsten Hase, ich brauche Gebelchen. Ist das wurscht? Naja, so ein paar. So, Liebelein. Rubbel dir einen Wolf. Der hat erst einen Grobel. Das dauert was auf die Finger. Auf. Das sind so Sachen, die macht man nicht gern daheim mit den fehlenden Fingern, oder? Ja, aber die muss man halt machen. Das aber ich halt mir so grundsätzlich dann die Finger schneiden. Und wenn es immer beim Letzten. Aber guck mal, du hast ja einen sogenannten Restehalter. Einen sogenannten Restehalter. Wo haben wir einen Restehalter? Also da hat er doch in der Hand. Der ist wohl zu Gast. Der ist wohl zu Gast. Ja. Sehr gut. So. Ja. Ist das hier brauchbar, was ich hier veranstalte? Ja, wunderbar. Genau, sieht sehr gut aus. Gleich würzen wir das noch. Beziehungsweise aromatisieren wir das. Aber erstmal rubble. Muss die Daniela Alfinito ja auch rubbeln? Oder ja, was? Nee, ja, die hat Daniela Alfinito gemacht. Muss. Hast du für die auch was Handkehrschnitzel? Ja, mehrere Songs. Oh. Ja, auf ihrem allerersten Album, den allerersten Titel habe ich für Daniela. Mit dem Bahnhof, geil. Der Sehnsucht? Nein, das war ja noch viel früher. Daniela Alfinito war bei mir auch in der Sendung. Das ist schon 3 Tage 47 her. Wie hieß der Titel, den du für sie geschrieben hast? Einer heißt, guck mal, ich habe hier dein Ding geschrottet, glaube ich. Du hast mein Ding geschrottet? Kann das heißt sein? Der Titel, du hast mein Ding geschrottet? Aber was für eine tolle Idee. Du hast mein Ding geschrottet, als ich gerade nicht hinsah. Du hast das Ding geschrottet, wo gerade noch jemand drin war. Völlig egal. Ich bin wirklich ganz stolz. Aber bist du wirklich so bekloppt, dass du sofort. Tja! Gina, ja, Lisa, ich bin so bekloppt. Gina, Lisa, Lokore. Ich bin so gekloppt. Das ist ein Hit. So weich hier stehe. Gina, Lisa, Lofink. Also, ja, Leute, ich streng mich hier an wie noch was.
Gina Lisa Lohfink war ja in der letzten Folge hier Gast. Ja, habe ich gesehen, das war. Und wir zeichnen ja immer zwei Folgen am Stück auf. Und Gina Lisa Lohfink war ja bei der Aufzeichnung dabei und die Presse war ja auch da. Und du hast auch sofort was interpretiert. Kriegst du es noch hin? Mit der Gina? Die Presse hat tatsächlich, die Bild-Zeitung war hier. Bild-Zeitung. Hat gefragt, wie und würde die das Frankfurter Neue Presse. Und die Frankfurter Neue Presse. Und der Gießener Anzeiger. Und Weingut und Flick und Staatliche Fachringer waren alle da. Und die Olga. Hamburger und die Tageblatt. Und Playboy. Ja. Und meine verschollene Schwester. Ja. In jedem Fall der Hessenbauer würde ich dann. Wer ist dein Lieblingskünstler? Gibt es einen Lieblingskünstler? Darfst du das sagen? Das kann ich heute nicht mehr sagen. Also als Kind bin ich wirklich aufgewachsen mit den Flippers und Andrea Jürgens. Und heute ist es so, also was der Job mir leider so ein bisschen verleidet hat, ist so dieses einfach nur Musik hören aus Genuss und sowas. Da beneide ich eigentlich die Menschen drum, die das können, weil ich höre mir das dann alles an und gucke das analytisch und ist es jetzt richtig interpretiert? Und ach so, heißt du analysierst es? Berufskrankheit. Also ähnlich wie kannst bei mir. Kannst du im Restaurant noch essen? Nein. Nein. Also bei mir ist das genauso. Der kann ja noch nicht mal kochen. Bei mir, danke du mich auch, du blöde Kuh. Aber bei mir ist es genauso. Ich kann nicht mehr essen gehen. Ich kann nicht mehr normal essen gehen, weil ich das immer alles analysiere. Genau. Ja. Kannst du noch Privatfrauenfummel tragen? Nee, nur? Geht auch. Ja? Nein! Ich geh so zum Aldi, da krieg ich das immer Lustige ist, ja, das Lustige ist, ich glaube, ich habe es schon in anderen Sendungen gesagt, wo ich den Thomas, sprich die Olga, kennengelernt habe. Das war eine großartige Nummer. Du weißt gar nicht, dass Thomas heißt. Ja, ja, ja. Also, Thomas Olga. Ist mir auf dem Bornheimer Wochenmarkt hier um die Ecke begegnet. Und dann sagte, was hat er denn gekostet? Ja, gar nichts. So. Erstmal nur einfach der Thomas. Okay. Und dann sagte der Thomas zu mir, hallo Mego, wie geht's dir dann? Und ich so, alles gut, schönen Tag, schönen Weg. Also, wenn ich in Action bin, habe ich ja Stress, muss ja weiterkommen, etc., etc. Heißt, ich muss ja dann einen Kochkurs vorbereiten, etc. Gleich, Schatz, wir machen gleich eine Pause. Das ist rote Beete, weißt du, wie das einzieht? Ja. Das gleich. So. Das geht nie wieder nie raus. Wieder ab. Dann machen Sie gleichmäßig verteilen. Stand, der Thomas vor mir und sagte dann, wer bist du dann? Ach ja, ich bin's doch, die Olga. Und ich so, was für Olga? Oh, du bist aber der Ach, Beste. Ach, guck mal. Läppsche. Läppsche? Kriegst du Läppsche. Schön hessisch, Läppsche. Da kannst du nachher noch mal feucht durchwischen hier. In alle Ecken. Herrlich in alle Ecken. So, aufgepasst. So haben wir uns kennengelernt, also persönlich kennengelernt, denn der Thomas war mir vorher ohne Klimbim, ohne Maskerade. Aber wir haben bekannt. Uns, glaube ich, auch gar nicht abgeschminkt kennengelernt. Das war immer, wo ich moderiert habe, wo du warst. Ne? Ich habe dich dann hinterher, habe ich dich doch, mal ja, erzählt. Dann habe ich gesagt, komm, zieh wieder auf. Streiß mal drüber. Wir waren schon mit den Amigos unterwegs, da waren sie noch eine Begleitband im Vogelsberg. Das ist... Montjo. Sag mal, und du machst das professionell, ja, ich mache das sehr professionell. Nein, tatsächlich. Doch, das stimmt. Ich muss das wirklich ganz kurz sagen. Also die Amigos... kenne ich seit 1989, weil meine Oma und mein Opa damals eine Kassette, Langspielkassette, von denen hatten. Man nimmt einen Bleistift. Bleistift. Ja. So, du kannst dich noch erinnern. Ja. Kaum 40 und kann sich noch erinnern. Und sie waren noch zu dritt. Und sie waren zu dritt, genau. Sie waren noch zu dritt. Und dann war da die Partykönigin und so das Korallenriff weit draußen im Meer von San Fernando. So, das war da drauf. Und, bei Tirolis. Bei Tirolis, ja. Genau, Plattenfirma. Ja. Und die Amigos sind wirklich jedes Jahr bei uns im Dorf beim Haxenessen von der SPD aufgetreten. Ach, und haben da tatsächlich, geil. Und in der Glastanzdiele in Atzenhain und so weiter und so fort. Jedes, und es war immer große Stimmung, die Leute gingen hin, die Leute haben getanzt.
So, und irgendwann siehst du die im Fernsehen, irgendwann siehst du die auf Platz 1 der Charts und fragst dich als Niederohm, warum? Wie kann ein Haxenessen von der SPD in Niederohm zum Sprungbrett werden? Das ist einfach ganz, ganz erstaunlich. Aber die Jungs sind so toll. Aber du bist ja ein Hitschreiber. Aber wie kommt es denn, dass diese zwei, Entschuldigung, Opis... Sind sie. Sie sind Opis. Wie kriegen die das hin? Die haben aber ihr Lieder auch schon immer selber geschrieben. Ja, aber wie kriegen die das hin? Ich glaube, die berühren, also tatsächlich ganz ernsthaft, die berühren etwas ganz Substanzielles in den Menschen. Nicht in jedem Menschen, das ist natürlich, das polarisiert total. Ja, das also meine Fackel macht's nicht, leuchtet nicht, wenn ich die höre. Gut, die brennt ja sowieso nicht mehr so lang. Also, die glüht noch ein bisschen. Nein, aber wenn Helene Fischer fehlerfrei singt, dann berührt sie mich und dann bin ich... ergriffen. Ja, Schlager ist Trost. Schlager ist Musik, die Sehnsüchte artikuliert. Und Schlager ist tröstliche Musik für Menschen, die es auch zum großen Teil in unserem Publikum nicht ganz einfach im Leben haben. Und dann sind da irgendwie zwei Jungs, wie die Amigos. Das sind ja im Grunde zwei Männer aus dem Volk. Mhm. Ja. Bernd und Karl-Heinz. Ja. Und die sprechen einfach die Leute auf eine Art und Weise an, die wirklich jeder versteht. Und entweder es gefällt den Leuten oder es gefällt ihnen nicht. Auch die Flippers haben polarisiert, auch das Nabtal-Duo hat polarisiert oder die Kasselroter Spatzen. Hast du jeweils auch einen Titel geschrieben? Für die Amigos? Nein, Spastelruder Katzen. Alles, ja. Die Legende von Alta Badia. Ach nein! Was ist da los? Also, liebe Gina-Lisa Lofing, du warst ja in der vorherigen Folge Gast. Aber guck mal, der junge Mann kann ja auch mal einen Titel schreiben. Der junge Mann machte. Tobias macht dir jetzt einen Hit. Tobias, mach mir jetzt mal einen Hit. Wenn du könntest mal deinen Kuchen aus dem Ofen nehmen. Ich mach gar nicht mehr. Tobi ist da. Tobi, kannst du mal bitte meinen Kuchen aus dem Ofen? Aber selbstverständlich. Also, wir kochen jetzt fertig. Wir kochen jetzt fertig. Und dann schreibt dir der Tobias einen Hit. Hast du keine Topflappen? Ich habe keine Topflappen. Wo sind die Topflappen? Ich bin auch nur zu Gast hier. Ich wollte es nur mal ganz. So, Hase. Wir machen ich habe keine Lappen. Wir machen fertig. Wir machen fertig. Es geht vollkommen auf. Läuft die Kamera noch? Thorsten, hol mal einen Topflappen. Ach, grandios. Hase, du kriegst gleich deinen Hit. Du kriegst gleich dein Dessert. Wir holen deine Kuchen aus dem Ofen. Ich möchte meine Nachbarn in Düsseldorf grüßen, meine Familie. Genau, ja. Alle Freunde und Bekannten, die mich kennen. Der Thorsten holt dir jetzt deinen Kuchen raus. Wir sind fehlerfrei. So, Hase. Ja, wir machen jetzt weiter. So, Hase, wir müssen noch ein bisschen was machen. Ich hab das doch nur einmal im Leben. Du bist doch immer vor der Kamera. So. Ein bisschen Abrieb von Zitrone. Ja. Du darfst jetzt gerne noch drüber rubbeln. Mhm. Ich gebe dir ein bisschen Olivenöl dazu. Schön. Sehr gerne. Ist das eigentlich heute versteckte Kamera? Oder? Ja, das ist heute versteckte Kamera. Und ein bisschen Balsamico. Ich bin eigentlich die Schöneberger. So. Ich habe was machen lassen, aber ich bin die Schöneberger. Barbara! Genau. So, gut. Olga, du kannst mal kräftig dazu mischen mit Pfeffer und Salz. Ja, mache ich. Und Tobias, du kannst ein bisschen mischen und dann können wir ein bisschen anrichten. Kennst du das eigentlich mit dem schönen? Guck mal. Nee, ach, so. Schön, oder? Gibt es sowas auch hier im Shop? Ja, durch Zufall. Oder im Weingut Peter Flick? Auch oder bei staatlich Fachingen? Mein Lieben, wir sind nicht nur lustig, sondern wir haben auch einen Sinn und Zweck in dieser Show. Und es gibt immer drei Geschichten, eine Lüge. Ach, wie schön du das antitelst. Es spielt Tränen lügen nicht. Dänen lüge nicht. Und du wirst sehen, Tränen.
nicht. Du machst sag doch selbst. An. Was willst du anfangen mit diesen Gerichten? Wie früher sie den Leuten hinter die Kiemen schieben und dann, wenn sie satt sind, glaubst du, du brauchst nur das Geschirr abräumen, wie dir danach zumute ist? Nein, ich möchte alle Leute begeistern mit tollem Essen. Oh, ich sag und du wirst sehen, das kannst du vergessen. Kindes. Jetzt mach mal Geschichte. Mon Dieu. Also, drei Geschichten, eine Lüge und du kannst mal ein paar tellische Vollmache. Multitasking. Ja, Geschichte erzählen, Mutti. Die erste Geschichte ist, du hast mich gerade nach den Kastelruther Spatzen gefragt. Spastelruder Katze. Ich werde sie nicht so nennen. Aber weißt du, was schön ist? Ja, ja, ja. Wir hatten bei uns im Dorf tatsächlich einen Typen, der hat immer Kastelruther Spatzen gehört. Und wisst ihr, wie? Und zwar im Autoradio auf voller Lautstärke. Und wisst ihr, wie man im Dorf sein Auto genannt hat? Rudelkasten. Das war nicht. Das war nicht. Ernsthaft? Ich bin mal mit den Kastelruther Spatzen den Schlern hochgelaufen. Was der ist Schlern das? Ist ein Berg in Südtirol, tatsächlich oberhalb von Kastelruth. Ja. Und wir machen da öfter Urlaub auf der Seiser Alm. Und da waren wir tatsächlich, haben wir dann Kontakt aufgenommen, weil wir eben schon viel miteinander geschrieben haben. Mhm. Und die hatten eben tatsächlich gerade tourfrei. Und dann ist der Norbert zusammen mit zwei Kollegen, dem Valentin und dem Karl, mit mir da hochgegangen. Hochgewackelt. Und hat uns das tatsächlich alles gezeigt. Also ich bin mit den Kastelruther Spatzen auf Wanderschaft gewesen. Das war Geschichte Nummer 1. Geschichte Nummer 2 ist... Hört sich... Florian Silbereisen. Ach, Floriana! Florian ist ja der Mensch, der immer andere Menschen im Fernsehen überrascht. Und ich durfte mal Florian im Fernsehen überraschen. Ah. Nämlich, er war auf Promoreise mit Club 3. Ich habe für Club 3 viele Texte geschrieben. Mhm. Und da waren sie unter anderem in der Sendung Volle Kanne. Volle Kanne Service täglich im ZDF. ZDF. Die morgens um 9 Uhr läuft. Und da war ich früher Kabelträger. Und deshalb hat sich das Team überlegt, komm doch zu uns, wir zeigen dann mal dich. Und du überraschst den Florian zusammen mit seinen beiden Bandkollegen Jan und Christoph. Und dann bist du auch mal Gast bei uns in der Show. Früher Kabelträger, jetzt Gast. Ja. Und das, Geschichte 3? Und Geschichte Nummer 3 ist, ich habe mal Roland Kaiser umarmt gegen den Willen seiner Frau. Nein, andersrum. Roland Kaiser hat mich umarmt gegen den Willen seiner Frau. Und zwar 5 Minuten, nachdem er mir das Du angeboten hat. Die Nummer glaube ich auf jeden Fall, weil ich habe mal Roland Kaiser Ende der 80er Jahre auch umarmt. Und das gegen den Willen seiner Dame. Den Willen seiner Dame, das war die Schauspielerin. Anja Schüte. Anja, richtig, genau. Und den Wert von dem Mann, auch Schluppe. Richtig. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Also das glaube ich auf jeden Fall. Aha. So, lass mich überlegen. Spastelruder Katzen, du gehst gerne wandern, das glaube ich auch. Die Mitte stimmt nicht. Und was passiert mit dem Geld? Wie meinst du das? Das bekomme ich. Das bekommt nicht die alte Frau. Das Geld geht... Wenn du jetzt richtig liegst, dann, das Geld dann geht wird das zu Geld einer Stiftung. Also ich spende ja immer. Ja. Okay. Also das Geld geht immer raus. An Stiftung Alterne Transvestiten. Da bin ich die erste Vorsitzende. Da bist du bist doch die Bedürftigste von allen. Und die Kassenwartin auch. Nein, ich spende immer. Ich habe einen Wunsch. Ja, bitte. Weil man soll ja auch die Zeichen der Zeit erkennen. Mein Wunsch wäre, dass wir spenden fürs Aktionsbündnis Deutschland hilft, für die Türkei und Syrien. Sehr gerne, das macht man. 500 Euro ja. Machen wir. So, und du meinst... Die Geschichte mit Florian wäre erfunden. Die Mitte, ja, Florian ist erfunden. Siehst du? Ich kann doch lügen. Nee, die ist wahr. Das stimmt. Ich war noch nie mit den Kastelruther Spatzen auf dem Schlern. Wir gehen immer dort wandern. Und wir haben uns noch nie da getroffen, weil die immer alle Hände voll zu tun haben. Und unterwegs sind. Spatzenfest haben wir. Ich war schon oft auf dem Schlern, aber noch nie mit den Spatzen. Verrückt. Tut mir leid. Aber ja, alles gut, alles gut. 500 Euro für den guten Zweck. Das finde ich toll. Meine Damen und Herren. Ein großartigen Applaus an diesen wunderbaren Künstler, Tobias Reitz. Und es gibt ein bisschen was zum Probieren. Ihr dürft gerne probieren. Thorsten, mein Engelchen, schaffst du das mal raus an die Leute? Bist du so nett?
Guten Appetit, nichts verdribbelt, nichts verschönt. Und ich würde sagen, ihr macht das fertig. Ihr macht das fertig und ich würde sagen, wir singen noch was, oder? Ja. Oh. Wo ist das Mikrofon? So, meine Lieben, der liebe Tobias hat den Titel zwar nicht geschrieben, aber... Noch nicht. Aber die beiden arrangieren das, dass ihr was probieren könnt. Und Gina Lisa Lofink ist unser Service-Kellner heute. Mäuse, ich hab dir's hingestellt. Meine Damen und Herren, das waren zwei wilde Aufzeichnungen. Das waren zwei wilde Aufzeichnungen. Da habe ich dir's hingestellt. So, wir singen noch was. Und damit verabschiede Gina, ich mich in den Abend. Vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da wart. Nicht weggehen. Es gibt gleich noch was zum Essen. Und die Serie gibt es natürlich auch noch. Danke an unsere wunderbaren Künstler, die heute mitgemacht haben. Gina Lisa Lofink und Tobias Ratz. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Riesenapplaus an die beiden Künstler. Jetzt Applaus! Und natürlich an meine Co-Moderation, an Olga Orange. Und am Piano der wunderbare Gabriel Groß. War spontan. Es war ein schöner Tag, der letzte im August. Die Sonne brannte so, als hätte sie's gewusst. Die Luft war flirrend heiß, um allein zu sein, sagte ich den anderen, ich hab heut keine Zeit. Dann traf ich sie und sah in ihre Augen, und irgendwie hatte ich das Gefühl, als winkt sie zu mir und schien zu sagen, komm, setz dich zu mir. Ich war 16 und sie 31 und über Liebe wusste ich nicht viel. Sie wusste alles und sie ließ mich spüren, ich war kein Kind mehr. Und es war Sommer. Schön, dass ihr da seid. Sie gab sich so, als sei ich überhaupt nicht da. Und dann trug sie nur ihres Haar. Ach, wie süß. Warte, ich muss da rübergehen, weil der kann das noch viel besser. Ja, du kannst auch zu mir, ihr könnt auch zu mir rüberkommen. So, so, so. Ja, ja. Dann sei ich überhaupt nicht da. Und um die Schultern trug sie nur ihr langes Haar. Ich war verlegen und ich wusste nicht wohin. Mit meinem Blick, der wie gefesselt an ihr hing.